Heute ist Jogging, was früher schlicht Dauerlaufen war. Eine Modewelle, angekurbelt von gerissenen Sportkleiderfabrikanten? Damit kann man Jogging bestimmt nicht mehr abtun. 30 Millionen Amerikaner und mittlerweile Hunderttausende von Schweizern sind seit zig Jahren vom Laufvirus befallen und es nicht mehr losgeworden. Hinter was sind sie denn her, diese Jogger? In erster Linie hinter dem eigenen körperlichen und seelischen Wohlbefinden. Vielleicht sogar hinter einem neuen Lebensgefühl. Damit die Gesundheit beim Laufen aber nicht auf der Strecke bleibt, damit Kreislauf, Sehnen und Gelenke nicht überlastet werden, gilt es, gewisse Regeln zu beachten. Herr Dr. Fröhliche, was muss man aus medizinischer Sicht beachten, wenn man ein Lauftraining aufnimmt? Im Prinzip nichts. Wichtig ist einfach, dass man die Belastungen sukzessive steigert. Da muss man auf nichts Spezielles schauen. Eventuell ist es für die über 40-Jährigen noch von Vorteil, wenn sie vorher zum Hausarzt gehen und ihn fragen, ob er eventuell etwas gegen den Laufsport einwendet. Wichtig ist vielleicht auch, dass die Rückenbeschwerden haben oder ein Knie leiden oder einen hohen Blutdruck, dass die vorher auch zuerst ihren Hausarzt um Rat fragen. Und wie steht es mit den Rauchern? Die Raucher, denen würde ich empfehlen, die sollen laufen, dann sehen sie mal, was das Rauchen bei den Lungen bewirkt, dass sie eben keine Puste haben, dass alle anderen, die Jüngeren, die Älteren, ihnen um die Ohren laufen und sie nicht mögen schnaufen. Mit dem Schuhwerk steht und fällt das Laufen. Kein anderer Ausrüstungsgegenstand muss für jeden einzelnen Jogger mit ähnlicher Sorgfalt ausgewählt werden. Doch später mehr darüber. Dicke Socken aus einem saugfähigen Material, die Kleidung der Witterung angepasst und los geht's. Gleich nach Büroschluss die Sportkleider überstreifen, sich mit dem Auto durch den Feierabendverkehr zwängen und unter viel Fluchen den Stadtrand erreichen. So beginnt manch ein Läufer sein Pensum. Bereits den nächsten Termin im Kopf. Auf solche Weise darf und soll ein Lauftraining niemals anfangen. Dies verstößt gegen das erste goldene U des Joggers, welches ihm gebietet, niemals unvorbereitet zu laufen. Wichtig ist, dass man sich immer gut vorbereitet fürs Laufen. Da ist entscheidend, dass man nicht einfach, eben, wie man es jetzt sieht, aus dem Auto aussteigt und geht rennen. Dass man unmittelbar nach einer Mahlzeit geht rennen, nicht gestresst, übermüdet. Dass man die richtige, adäquate Ausrüstung hat, also richtige Kleider, die richtigen Schuhe. Und dass man sich vor allem Zeit nimmt fürs Einlaufen, fürs Aufwärmen und im Idealfall nach vor dem Aufwärmen Dehnungsübungen, Gymnastik. 5 Minuten ruhige Dehnungs- und Gymnastikübungen reichen. Über Stock und Stein springen strapaziert Bänder und Gelenke. Deshalb niemals über ungewohntes Gelände laufen. Wichtig ist auch, dass man nichts Ungewohntes macht. Also man soll Belastungen und auch das Laufterrain nicht plötzlich ändern. Wenn man immer auf der Feinbahn gelaufen ist, soll man also nicht plötzlich auf einer Strasse laufen. Wenn man immer nur 20 Minuten gegangen ist, soll man nicht plötzlich auf den Pilatus rennen. Das sind so Beispiele, die einem zeigen, dass man die Belastung nicht abrupt ändern soll und eben nicht etwas Ungewohntes machen. Erschöpfte Läufer am Ziel des Murtenlaufs. Falscher Ehrgeiz und Fehleinschätzung der eigenen Kräfte können einen Kreislaufkollaps oder langwierige Überlastungsverletzungen an Sehnen und Gelenken bewirken. Also niemals den Körper übermäßig belasten. Wichtig ist beim Laufen, dass man auch nichts übermäßig macht. Man soll Vernunft walten lassen. Man soll Belastung immer am körperlichen Trainingszustand anpassen. Also, wenn man immer nur eine Viertelstunde gegangen ist, dann nicht plötzlich einen Nachmittag lang. Weiterhin soll man auch auf den Körper schauen und hören. Wenn Unwohlsein oder Schmerzen auftreten, dann soll man hören. Fassen wir zusammen. Nie unvorbereitet, das heißt nie ohne Aufwärm- und Dehnungsübungen joggen. Und nicht über ungewohntes Gelände laufen. Auf den eigenen Körper achten und ihn nicht übermäßig belasten.
Das bedeutet für Anfänger, dass sie zwischen dem Laufen Gehpausen einschalten und nur langsam steigern sollen. Als Faustregel gilt, den Puls möglichst nicht höher treiben als 180 Schläge pro Minute, minus Lebensalter. Für eine 40-jährige Läuferin beispielsweise ergibt das eine Pulsfrequenz von 140. Wird das Herz nun 3 bis 4 Mal wöchentlich über eine Viertelstunde lang bis zu dieser Grenze belastet, wird das Ausdauervermögen trainiert. Das Herz wird größer und belastbarer und schlägt etwa 20 Mal weniger pro Minute. Dadurch wird es geschont und nichts vermindert das Risiko von Herzinfarkten so sicher wie Dauerlaufen. Neue Energien werden freigelegt und Altersgrenzen gibt es keine. Ich habe das Training aufgenommen. Erstens gesundheitlich, weil man dann nach 65, wenn man pensioniert ist, ein wenig macht. Und dass man nicht einrostet, habe ich einfach das Jogging angefangen. Und das hat mir so gut getan, dass ich heute einfach richtig in Form bin. Die welcher Beziehung genau hat es Ihnen gut getan? Gesundheitlich. Ich schnaufe heute besser und Konstitution ist auch viel besser wieder vorher, wo man einfach da immer im Zeug umgehetzt war. Und darum ist das einfach die Wille. Man ist viel weicher, man ist viel ruhiger und so. Nicht? Und das ist einfach schön. Fritz Niederhauser nahm im Oktober an einem Laufseminar im Engadin teil. Eine Gruppe, hauptsächlich Freizeitsportler, trainierte eine Woche lang unter der Anleitung von Spitzenläufern wie Markus Riffel und dem Österreicher Dietmar Milonik. Schon längst vom Lauffieber gepackt, wollen sie in der dünnen Höhenluft ihre Kondition, aber auch den eigenen Stil verbessern. Laufen ist keine Geheimwissenschaft, aber selbstverständlich stoßen Tipps von Markus Riffel auf offene Ohren. Bei den Füßen angefangen. Schaut, dass der Fuß immer im Fersenbereich aufsetzen tut. Das heisst, hinten aufsetzen in den Fersen, Mittelfuß und nachher Vorderfuß Zehenbereich mit dem Fuß weiterrollen. Schaut aber darauf achten, dass ihr die Bewegung wirklich fertig macht. Ich habe bei den einen oder anderen bei euch gesehen, zum Beispiel bei der Hilde, sie setzt zwar sehr schön im Fersen auf, kommt nachher auf den Mittelfuß, aber sie rollt nachher nicht weiter. Und das gibt natürlich erstens einen Schlag, zum Beispiel in den Rücken. Sie hat das gesagt, sie spüre einen Schlag im Rücken, weil sie einfach nur hinten auf dem Fersen aufsetzt und nachher nicht weiter rollt. Also die Bewegung fertig machen, noch einmal, Fersenbereich, Mittelfuß und nachher vom Vorderfuß schön weiter rollen. Dann darauf achten, wenn ihr die Füße aufsetzt, dass ihr die Füße schön parallel auf dem Boden aufsetzt. Dass wenn ihr also seht von hinten, dass jemand den Fuß seitwärts aufsetzt, dass ihr darauf aufmerksam macht, dass der Fuß schön parallel auf den Boden gehört und parallel so läuft. Fersenbereich, Mittelfuß, Vorderfuß. Als nächstes zu den Armen. Ich habe gestern im Film gesehen, dass man selbst bei mir zum Beispiel noch einiges korrigieren kann. Wobei das natürlich im Wettkampf, das soll jetzt keine Ausrede sein, das ist ganz klar, wenn die Müdigkeit gross ist, dann laufen natürlich auch mehr Spitzenathleten unkontrolliert. Aber dann kommt es nachher raus, wie gut man eigentlich mit den Armen geschafft hat, ob man viel gemacht hat oder ob man wenig gemacht hat. Wie ich euch gestern schon erwähnt habe, die Arme werden leicht angewinkelt. Ungefähr in dieser Position. Keine Füße machen, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Dann, wenn ihr zum Beispiel im Herbst lauft, jetzt, wenn es ein bisschen kühl ist oder vor allem im Winter, legt lieber ein paar Händchen an, wenn ihr laufen geht. Ihr könnt die Händchen nachher zum Beispiel in einem Sack verstecken, nachher, sobald es warm wird. Der Grund, warum ihr keine Füße machen sollt, sobald ihr Füße macht, könnt ihr euch verkrampfen. Das heisst, die Verkrampfung, ihr könnt das selber mal machen, wenn ihr die Arme mal so aufnehmt. Und wenn ihr jetzt Füße macht, dann merkt ihr das sofort, dass ihr im Vorderarm euch verkrampfen könnt. Die Verkrampfung, die geht nachher rauf, zum Beispiel im Bereich der Schultern. Man zieht nachher sogar noch den Kopf ein. Und die Verkrampfung geht in einem späteren Stadium des Lauftraining geht die nachher in die Oberschenkelmuskulatur, runter zu den Beinen. Und dann ist man total verkrampft und dann ist es passiert. Und dann ist es nicht mehr weit, bis eben zum Beispiel eine Zerrung eintritt. Darum, die Arme leicht anwinkeln, Finger schön offen behalten, man kann den Daumen so da drauflegen und nachher die Arme so nahe wie möglich am Körper vorbeiführen. Nicht da aussen,
Wir haben gestern zum Beispiel den Patrick gesehen. Der Patrick hat eine Neigung, dass er die Arme da außen führt. Die Arme sollen schön nach her. Und nachher müssen die parallel schön geführt werden. Hopp, hopp. Und die Bewegung darf nicht zu lang sein. He? Hopp, hopp, hopp. Ja. Gut. So viel zu der Armführung. Nun zum Oberkörper, zum Bereich der Schultern. Dünnt nicht den Kopf so einziehen oder vorne runter. Auch hier oben fängt die Verkrampfung an. Mit richtig ausgeführten Laufbewegungen wird auch der Verletzungsgefahr durch falsche Belastung begegnet. Die Stimme der inneren Trägheit und die Anfangsschwierigkeiten sind überwunden. Laufen fällt leicht und beflügelt auch die Seele. Herr Riffel, wenn Sie jetzt nicht den Erfolg hätten und die Popularität beim Laufen, könnten Sie sich vorstellen, was Ihnen das Jogging gleich könnte geben? Das Glücksgefühl vom Sieg ist sicher etwas ganz Tolles, etwas Grosses für einen Spezialläufer. Ich glaube auch, dass jeder Hobbyläufer das auch erlebt. Wenn wir zum Beispiel einen Lauf nehmen wie Murten Freiburg, dass er, wenn er auch Murten Freiburg nicht gerade in einer Rekordzeit von 52 Minuten zum Beispiel zurückklettern kann, wenn er vielleicht auch anderthalb Stunden hat, so glaube ich, ist doch bei jedem Läufer ein Sieg über sich selber, etwas Besonderes vollbracht zu haben, etwas, wo er auch wochenlang, monatelang hat müssen, darauf eintrainieren. Was ist beim Laufen sonst noch besonders? Für mich vor allem, ich würde fast sagen, die Wiederentdeckung von der Natur. Für mich ist eigentlich jedes Lauftraining ein Naturerlebnis. Vor allem gerade in der heutigen automatisierten Zeit, in der heutigen, im heutigen Computerzeitalter, vielleicht ein Ausbruch zurück zur Natur, den man das Urtümliche des Menschen eigentlich noch erleben kann.